So, es geht los. Und zwar mit der Positionsnummer 26. Als erstes kommt der Servo hier rein. Das Kabel wird hier durchgeführt. Ich habe jetzt hier nur zwei Verschraubungen gewählt. Das reicht mir vollkommen aus. Man kann aber auch alle vier machen. Es geht weiter mit Positionsnummer 27. Das kommt hier oben ran. Und danach die Nummer 28. Das Ganze machen wir jetzt noch mit der linken Seite. Dazu brauchen wir die Position 29, wieder Position 27 und Positionsnummer 30. Es geht weiter mit der Positionsnummer 31. Das ist die Hinterachse, wo der Motor reinkommt. Bei der 31 ist hier oben die kleine Aussparung. Das heißt, der Motor kommt wieder hier rein und wird wieder verschraubt, wie bei der Vorderachse. Dann kommt die Positionsnummer 32 ohne diese Aussparung, genau das gleiche. Als nächstes brauchen wir Positionsnummer 33. Das wird hier eingelegt. Jetzt brauche ich zweimal die Nummer 34. Das Loch muss unten sein jeweils und die Kabel müssen oben rausschauen. So kommt das jetzt heran. Jetzt brauchen wir noch Teil Nummer 35. Damit wird das hier unten verschraubt. Man sieht schon, dass die schwarzen Teile bleiben dann fest und das kann sich dann hier bewegen. Eine schöne Pendelachse für den Radlader. So, jetzt brauchen wir das, was wir als erstes hier gebaut haben. Das mit Nummer 26 und 28, also die rechte Seite. Die kommt jetzt, wird hier drauf gesteckt. Und jetzt kommt die Positionsnummer 36, die kommt hier drauf und wird hier mit den vier Schrauben 1, 2, 3, 4 mit der Pendelachse hier verschraubt. Das Gute durch die Seitenwand kriegt das Ganze jetzt auch wesentlich mehr Stabilität. So, und jetzt kommt die Positionsnummer 37. Es werden aber erstmal nur die vier Schrauben reingemacht. Dann können auf dieser Seite hier auch überall die Schrauben rein. Mit der anderen Seite mache ich dann das Gleiche. Auch wieder Positionsnummer 36 und hier 37. Hier sieht man jetzt auch nochmal die zwei Servoarme. Die sind leicht nach vorn geneigt. Die müssen auf jeden Fall parallel sein, damit die synchron laufen für die Lenkung. Und ihr merkt das, wenn ihr das nicht richtig eingestellt habt, dann lenkt er ungleichmäßig. Dann lenkt er zu weit nach links und zu wenig nach rechts. Also das kann man auch nochmal nachjustieren, aber so leicht nach vorn geneigt, wie bei mir jetzt. So ist es optimal. Als nächstes brauchen wir zweimal die Positionsnummer 38 und die Nummer 39. Bei der Nummer 39 muss dieses Loch nach unten zeigen. Also in dem Sinne bei mir so rum.
Diese Teile sind auch nochmal aus Vollmaterial, weil da die hier die Lenkung eingreift wieder. Weiter geht es mit der Positionsnummer 40, die so rum einbauen, damit das hier an der Stelle schön bündig ist. Weiter geht's mit der Nummer 41. Man muss manchmal ein bisschen die Seitenwand noch mal leicht öffnen, damit es hier ordentlich reinrutscht. Es geht weiter mit der Positionsnummer 42. An einer Seite ist hier eine kleine Schräge dran, die dann hier rankommt, damit es ordentlich ranpasst. Und Positionsnummer 43. Auch hier wieder eine kleine Schräge dran, die dann wieder genau hier ranpasst. Ich würde die Schrauben erstmal nicht anziehen, also nicht fest anziehen, sondern erstmal alle ansetzen, habe ich gerade gemerkt, und danach dann. Wenn alle dran sind oder alle Schrauben gegriffen haben in dem Gewinde, dann kann man sie alle ordentlich reindrehen. Jetzt kommt noch Positionsnummer 44, die Stoßstange hier hinten. Die Löcher sind deswegen da, weil hier kommen ja die Lampen oben rein oder die Beleuchtung, die Rückbeleuchtung. Die kommt dann hier raus und geht durch die Löcher dann hier durch. Deswegen diese Löcher. Weiter geht es wieder mit der Positionsnummer 9. Die Scheinwerfergehäuse und das Scheinwerferglas. Positionsnummer 10. Wie vorn, genau das gleiche. Es geht weiter mit Positionsnummer 45. Positionsnummer 46. Eins hätte ich jetzt fast noch vergessen, ne? Und zwar Positionsnummer 47. Das ist in dem Sinne die Lenkstange. Nenne ich sie jetzt mal. Die kommt hier an den Servos ran, an dem Hebel. Es gibt eine abgerundete Seite, die zeigt nach außen. Und die flache Seite hier hinten, die kommt hier an diesen Lenkhebel ran. Ich benutze also mit einer M3-Schraube. Und damit es hier gerade drin ist und damit es ordentlich passt, nehme ich hier noch eine M4-Mutter. Als kleine Erhöhung, damit es sauber und ordentlich läuft. Und die können jetzt von unten rangeschraubt werden. Kann sein, der Boden muss nochmal ab, aber vielleicht geht es auch so. Sieht dann am Ende so aus. Wenn ich den Hebel bewege, dann bewegt sich die ganze Schraube in dem Sinne minimal, die Sicherungsmutter oben drauf, damit sich das Ganze nicht abdreht. Als nächstes würde ich dann erstmal den vorderen Teil mit dem hinteren Teil verbinden. Das heißt alle Kabel hier durchziehen, die Schrauben hier reinmachen, damit ich hier noch ordentlich rankomme. Und die Kabel mir noch verlegen kann, bevor jetzt hier oben die Kabine drauf kommt. So, los geht's.
Ich habe jetzt hier Stangenmaterial mir abgeschnitten auf die richtige Länge mit einer Sicherungsmutter oben und unten drauf und das kommt jetzt hier hinten durch. Als nächstes werde ich jetzt die Verkabelung von den Antriebsmotoren fertig machen und die Verkabelung von der Beleuchtung. Das ist das nächste. Als nächstes werde ich die Hydraulikpumpe einbauen. Dafür sind jetzt zwei kleine Einkerbungen hier hinten, wo ein Kabelbinder durchkommt. Einmal hier und einmal hier vorn. Und da wird die befestigt. Ich habe das einfach mal so gelöst, so kann jeder individuell die Pumpe dahin bauen, wo es am besten passt. Es geht weiter mit Positionsnummer 48. Hier kommt die Positionsnummer 49 ran. Dann braucht man die Positionsnummer 50, die andere Seite. Und die Leiter ist wieder die 49. Dann kommt Positionsnummer 51 und darauf kommt die Positionsnummer 52. Jetzt habe ich noch zweimal Positionsnummer 53. Die werden dann jeweils hier links und rechts eingesteckt. Weiter geht es mit der Rundumleuchte. Die kommt hier oben drauf. Momentan ist das Kabel oder ist der Anschluss, der ist zu dick, passt nicht hier durch. Das heißt, hier muss ich einmal aufmachen. Mit einem Schraubendreher herein, dann kann man die ganzen Kabel rausziehen und dann danach wieder ranmachen. Das Ganze wird dann hier erstmal nur aufgelegt, aber noch nicht festgeschraubt. Jetzt gibt es noch drei optionale Teile. Es ist nämlich einmal hier diese große Platte, die Nummer 54. Ich brauche die, weil hier kommt eine zweite Etage bei mir drauf, wo ich dann den Empfänger, das Soundmodul, den Rauchgenerator und die Relais montiere. Ist aber nur optional. Also Nummer 54, dazu hier hinten die zwei Teile. Nummer 55, das sind hier nochmal zwei Füße. Und wenn ihr das Rauchmodul benutzt, hier diese Auspuffverlängerung Nummer 56. Es geht weiter mit Positionsnummer 57 und darauf wird die Positionsnummer 58 geschraubt. Dann kommt zweimal Positionsnummer 59. Die Teile werden nur hier reingeklemmt. Und die Nummer 60. Das wird auch hier reingeklemmt und hier wird später von der hinten kann man den Akku einlegen und kann den Akku halt auch wechseln und laden. Als letztes Positionsnummer 61, hier oben der Auspuff. Dann der linke Kotflügel, die Positionsnummer 62. Und der rechte Kotflügel Nummer 63. Dann kommen noch zweimal Nummer 64, die etwas größeren. Und dann noch die beiden mit der Nummer 65. Das ganze Teil kommt jetzt hier hinten drauf und der Auspuff, der geht dann hier rein
Deswegen passt es ja genau überein. Los geht's mit der Kabine mit Positionsnummer 66 und Kabine an sich, Position 67, wird jetzt hier draufgeschraubt. Das Cockpit, die Nummer 68. Das Lenkrad, Nummer 69. Der Sitz an sich ist die Nummer 70 und hier unten die Federung Nummer 71. Und die Box Nummer 72. Damit der Kollege hier auch ordentlich Bass im Rücken hat. Es geht weiter mit Position Nummer 73, zweimal die Türgriffe. Dann zweimal die Positionsnummer 74, die Haltegriffe. Dann kommen die Scheibenrahmen Nummer 75, Nummer 76, zweimal und die Nummer 77, zweimal. Optional kann man sich die vier Scheiben auch noch ausdrucken, um eine Schablone zu haben, um später auf dem Plexiglas hier nachfahren zu können. Das wäre die 78, die 79, die 80 und hier die Positionsnummer 81. Da wo geklebt wird, am besten vorher immer ein bisschen aufrauen, damit es einfach besser hält, der Kleber. Wir bauen die Frontscheibe ein. Das Plexiglas muss dazu 1 mm stark sein, damit es hier schön in dieser Nut reinpasst, weil das ja hier gebogen ist, das Ganze, damit es dann auch ordentlich hält. Jetzt kommt die Position 82 der Scheibenwischer und die 83 das Scheibenwischerblatt. Das werde ich jetzt, den Scheibenwischer werde ich hier ranstecken. Positionieren und das Blatt dementsprechend mit dem Tupfer Sekundenkleber mir dann hier ran machen. So, jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt kommt noch das Dach, Positionsnummer 84. An dem Dach kommt die Spiegel ran, Positionsnummer 85 zweimal und dazu die Halterung, Positionsnummer 86. Auf dem Spiegel werde ich jetzt hier vorn drauf noch Spiegelfolie aufbringen, damit es auch dementsprechend gut aussieht. Als vorletztes jetzt noch die Felgen, Positionsnummer 87. Jetzt die vorletzte Position, Nummer 88, Kotflügel links. Und die 89, das letzte, Kotflügel rechts. So, dann war's das. Ende aus, vorbei. Das Video ist ziemlich lang geworden, aber ich wollte es eben so detailliert wie nötig rüberbringen. Und ja, ich hoffe, dass es gut ist, dass ihr gut damit zurechtkommt. Und ich würde mich auf jeden Fall auf ein Feedback freuen. Und denkt dran, mir ein paar Bilder zu schicken, wenn ihr Lust habt, oder ein kleines Video dazu oder wie auch immer. Das würde mich auf jeden Fall freuen. In dem Sinne, viel Spaß euch nochmal und bis zum nächsten Video.
Ciao, Leute.